herzlich willkommen hier in der Margaretenstraße bei den Flimmerfreunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und mein Name ist Ben Schado. Die Stadt liegt im WM-Fieber. Und zwar ist es diesmal die Fußball-WM. Kai, hast du ein Fußballspiel gesehen? Kein einziges bisher. Deshalb, ich habe eine Menge Tröten gehört. Deshalb mögen dich die Girls. Und Ben, hast du ein Fußballspiel gesehen? Oh, ich habe einige Fußballspiele gesehen. Ich habe eigentlich alle Fußballspiele am Anfang gesehen und nach dem Deutschlandspiel bin ich dann irgendwie ausgestiegen. Okay. Bis auf das Deutschlandspiel waren bis jetzt alles schlecht. Vielleicht interessant, heute hat die Schweiz 1-0 gegen die überheblichen und wieder mal völlig zerfahrenen Spanier gewonnen. Die Spanier haben ihre Teilung in Basken und Frankofaschisten und freie Barcelona, was weiß ich, immer noch nicht überwunden. Und das merkt man in ihrer desolaten Nationalmannschaft. Zum Glück ist Deutschland eins und das soll es lange bleiben, wenn es nach mir geht. Ich bin für den Nordstaat, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich bin Hardy Krüger. Heute geht es um den Film Splice, um den Film Cube, um den Film Cypher, um den Film Nothing. Das sind alle Filme, die Vincent Antali gemacht hat. Und vor allen Dingen geht es um Splice, seinen neuen Film, der gerade im Kino ist. Und wir reden über ein paar verwandte Filme, nämlich Species und Die Fliege. In der David Cronenberg-Version. In der David Cronenberg-Version. Wir können auch über diese, war das Kurt Neumann, der das Original gedreht hat? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, irgendein deutscher Name. Wir können darüber auch reden, meine Güte, dann kommen wir eben nie mehr weg, dann müssen wir hier in dieser modernen Yuppie-Grotte für immer, egal. Ben, danke, dass wir deine Wohnung benutzen können. Übrigens, ich finde, wir haben zu wenig Facebook-Freunde. Werdet unsere Facebook-Freunde. Wir haben erst, weiß nicht, 300 oder so. Ja, weniger als der Ohrensessel. Weniger als der Ohrensessel, das ist, weil wir da auch nie drauf hingewiesen haben, glaube ich. Werdet die Facebook-Freunde der Flimmer-Freunde, das geht, indem ihr Flimmer-Freunde, ihr Kids knobelt da schon was aus. Und hört unsere alten Ohrensessel-Folgen, indem ihr rechts, ich langweile mich selbst, wenn ich das ansage, ja. Aber ich habe immer das Gefühl, wir lassen das zu oft aus. Und, Ich frage mich halt, ob uns überhaupt jemand zuhört während der Fußball-WM. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir in so ein WM-Loch abstürzen. Vormittags wollen die Leute doch auch irgendwas machen. und vielleicht kommen bald die Halbfinale, dann gibt es nicht mehr 4 Spiele am Tag, sondern noch 2 oder so. Wie stehen denn die Chancen, so dass Deutschland rechtzeitig ausscheidet? Also, wie es aussah? Keine, echt? Glaube ich auch. Dass okay, das heißt... Bitte nicht, ey, du möchtest so sein, die deutsche Mannschaft spielt so toll, das macht so einen Spaß, hier zuzugucken. Das ist der Grund, weshalb mich Frauen nicht so interessant finden wie dich. Aber jedenfalls will ich das glauben. Ich hoffe, die schaffen es. Ach, so lange. Wie halten diese Fußball-WM noch aus? Vielleicht nächste Woche ein interessanter Gast, der ein Lexikon des Fußballfilms rausgegeben hat. Also, um es mit Howard Hawks in dem Originalfilm das Ding zu sagen, watch the skies. Vielleicht haben wir nächste Woche diesen wundervollen Gast, der uns alles über Fußballfilme sagen kann. Es gibt jetzt eine Neuveröffentlichung von Ben Hecht, Ben Hecht ist natürlich lange tot, aber Teilauszüge seiner Biografie und ein paar Kurzgeschichten sind gerade in einer neuen Edition für 15 € oder so erschienen. Sollte man, glaube ich, gelesen haben. Ben Hecht, einer der Hollywood-Autoren, der unter anderem... Es ist der Drehbuchautor schlechthin. Ich habe ihn ganz oft erwähnt und ich erwähne ihn aber nicht nochmal. Du hast jetzt damit angefangen. Ja, das stimmt. Ich glaube, er ist ganz... Im Inselverlag gibt es seine wundervollen Kolumnen. 1000 Nachmittage in Chicago, 1000 Nachmittage in New York. Genau. Er ist wirklich jemand, der mit Boulevardjournalismus im Grunde genommen aufgewachsen ist und diesen Journalismus... Sein bekanntestes Stück ist vielleicht Frontpage, das eine Frau für besondere Fälle heißt der deutsche Titel von... His Girl Friday. Und Billy Wilder hat es auch nochmal als... Das ist sicherlich sein bekanntestes Stück und er hat wirklich ein sehr, sehr lockeres Verhältnis, wenn es darum geht,
Wahrheit und Fiktion zusammenzubringen. Und er hat wirklich unendlich viele Hollywood-Drehbücher geschrieben. Ich weiß nicht, wieso kommst du jetzt auf Ben Hecht? Kannst du deine verrückten Gedanken... Du hast von Howard Hawks gesprochen und ja. Bei Howard Hawks bin ich automatisch auf Ben Hecht gekommen, weil Howard Hawks wäre nichts ohne Ben Hecht. Das stimmt. Nein, das stimmt nicht so richtig. Ja, Howard Hawks ist natürlich auch per se ein begnadeter Regisseur, aber ich habe gerade in dieser fantastischen Filmzeitschrift namens Cargo, die vierteljährlich erscheint, eine Rezension dieser Ben Hecht-Texte Zusammenstellung gefunden und gelesen und fand es höchst spannend und höchst interessant. Ja, ich wünschte, dass Leute so smart wären und so menschlich involviert wie Ben Hecht heutzutage. Ich wünschte einfach, ich würde manchmal, weißt du, vor 11 Uhr wach oder so. Insofern, ich wünsche mir so viele Dinge. Ja. Das sagt übrigens Whoopi Goldberg in einem Film, der in Südafrika spielt. Und zwar in Bafana. So ein ganz schlechter Musical-Film mit Whoopi Goldberg, ein Musical über den Schüleraufstand vor einem. Das ist übrigens heute der World Youth Day in Südafrika. Über den Aufstand über den Whoopi Goldberg-Film. Ich komme echt durcheinander, aber diese Fußball-WM macht einen wirklich verrückt. Ich ziehe mich kurz aus, dann kann ich klarer denken. Ja. Denn all diese Querverweise, Jungs, das ist alles Quatsch. Es geht darum, einen neuen Science-Fiction-Film-Klassiker zu begrüßen in euren Kinos. Ihr habt ihn nicht gesehen, weil der Film so schlecht vermarktet wurde. Muss echt schnell sein, er läuft auch in den großen Städten maximal noch in ein oder zwei Kinos. Geht in die Spätvorstellung und lasst euch nicht abschrecken von dem bescheuerten Untertitel Splice, das Genexperiment. Ich meine, wie öde ist das? Darf ich bitte kurz ein Lied ansingen von dem Schweizer Gutz, bekannt als Sänger der Aeronauten? Auf einer seiner Soloplatten gibt es folgendes Lied. Wir sind nicht irgendwelche Arschlöcher. Nein, 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 wir sind Genforscher, wir sind Genforscher. Du, 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 wir sind Genforscher. Bei Splice, das Genexperiment, gibt es zwei Genforscher. Aber die kommen weniger wie Forscher rüber, als sie kommen eher rüber wie die White Stripes. Die sind auch ein Pärchen, anders als die White Stripes noch. Zumindest für Teile des Films. Aber sie sind ziemlich gut. An einer Stelle trägt die Frau sogar eine rote Krawatte oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sehr stylisch. Es ist nicht dein normaler, öder Wissenschaftler im Low-Budget-Science-Fiction-Film. Das sind Rockstar-Wissenschaftler. Und sie machen natürlich Mist. Und es ist ihnen aber nicht so klar. Und das wird ihnen erst Zeit. Na, also ganz langsam dämmert es ihnen selbst und das ist eigentlich nicht so interessant. Wir wissen ja eigentlich, dass es schief geht. Aber wie es schief geht und was genau dabei rauskommt, das ist der Thrill. Also, wenn in irgendeinem Science-Fiction-Film irgendein Labor vorkommt, wissen wir eigentlich, dass es gleich eine Katastrophe gibt und dass gleich Blut fließt und so. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was wird hier gemacht in diesem Labor und wie wirkt es sich aus auf die Schöpfer, auf die Forscher, auf die Menschen, auf die uns ein bisschen ans Herz wachsen, oder nicht? Und, oder lassen sie uns kalt? Nee, sie wachsen uns schon ans Herz. Du hättest fast gesagt, sie wichsen uns ins Herz. Das hätte ich nie gesagt. Hör zu, ich habe eine Idee, wie wir das aufziehen. Lass uns kurz über alle Filme von Vince Natali, der das gemacht hat, reden und lass uns irgendwie hocharbeiten und dann lass uns kurz Splice empfehlen und dann müssen wir über den Film mit Spoilern reden, weil obwohl wir scheinbar wissen, was passiert, also das ist dieses Experiment und es geht schief, ist dieser Film voller Überraschung. Es ist wirklich eine Wundertüte. Ja, und es ist eine Genre-Wundertüte, die sich bei unterschiedlichsten Motivkomplexen bedient und ein bisschen Freud, ein bisschen 70er-Jahre-Horrorfilm und das Ganze schön ausgestattet und man kann darüber nicht reden, ohne viele Überraschungen zu verraten. Deshalb, lass uns anfangen mit Vince Natali. War Cube wirklich sein Debütfilm? Er hat vorher Kurzfilme gemacht. Cube war sein erster Langfilm. Cube ist von so einer kanadischen Initiative zur Förderung von Langfilmen mit initiiert worden. Es ist wirklich im besten Sinne des Wortes ein Low-Budget-Film, der mit einem sehr einfachen Setup arbeitet. Aber was für einer. Also wenn er die Flimmer-Freunde mögt, hat er bestimmt schon mal irgendwann nachts Cube auf Video gesehen, weil der Film dieses unglaubliche Konzept hat. Eine Gruppe von Leuten ist gefangen in einem Rubik-Zauberwürfel und versucht wieder rauszukommen, aber alle einzelnen Bestandteile dieses Zauberwürfels, die selbst kleine Würfel sind,
sind gespickt mit tödlichen Fallen und man muss wirklich verflucht aufpassen. All das wird natürlich so brillant gefilmt und so billig im Grunde in einem einzigen Raum. Aber weil das so klug ausgeleuchtet, so klug gefilmt ist, können wir immer unterscheiden, dass sich diese Gruppe fortbewegt, können wir immer die Bedrohung spüren. Und die Spannungen in der Gruppe werden untereinander natürlich auch gnadenlos ausgespielt. Und hier ist, wenn ich schon mal was verraten darf, eine Sache, die Vince Natali echt gerne mag. Er zeigt wirklich gern, wie sich Leute verändern oder wie Leute anders sind, als wir sie einschätzen. Also ich will auch bei Cube nicht so viel verraten, aber jemand, von dem wir denken, dass er wirklich ganz super ist, ist überhaupt nicht super. Und Leute, die rüberkommen, als wären sie komplett nutzlos, sind nicht so nutzlos. Das stimmt. Es ist eigentlich ist es fast so eine Art existenzphilosophischer Film. Also die Leute, die da in diesem Würfel landen, stellen sich die einfachen Fragen wie, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was soll das alles? Und wie kommen wir dabei miteinander aus am besten noch? Es ist auch ein Film für Mathe-Fans. Also Mathe ist echt wichtig in diesem Film. Ja. Mathe rettet Leben. Also falls ihr irgendwie Teenager habt, die schwer zu erziehen sind, zeigt ihnen Cube und dann machen sie ihre Mathe-Hausaufgaben. Das ist meine Einschätzung. Ich glaube ja, dass Cube 1 die heimliche Vorlage für Saw war. Ja. Wirklich? Könnte sein, naja, es ist ein das, was man ein Closed Room Mystery ist, nennt. Und es ist auch ein bisschen ein sadistischer Film und es geht auch ein bisschen darum, dass die Menschen geprüft werden. Saw allerdings hatte eine wirklich saubere Auflösung, zumindest der erste Teil. Cube dagegen hat überhaupt keine Auflösung. Doch, aber auch nicht. Also nicht, wenn man dann mit dem nächsten Film weitermacht. Nee. Ich bin übrigens diese Woche in der Videospielabteilung gewesen. Ich liebe immer noch mit der Xbox 360 und habe dann so ein Xbox-Spieleregal geschaut und hab einen erschreckenden Trend festgestellt. Vielleicht ist es auch kein Trend. Und zwar gibt es so für jede zweitklassige Fernsehserie, also Prison Break ist keine zweitklassige Fernsehserie, aber auch für Saw, es gibt extrem viele Fernsehserien und Kinofilmumsetzungen als Videospiel aktuell. Ist das irgendwie... Ich habe mir gedacht, so... War schon immer so. Ja, das... Wirklich? Aber die sind, das halbe Regal war voll. Ja, die sind meistens schlecht. Ja. Gesundheit. Dankeschön. Also finden wir mal ein gutes... Es gibt sehr wenig gute Serien- oder Filmumsetzungen. Man kann Glück haben, wenn man... Man kann von Glück sagen, wenn man eine Filmumsetzung oder eine Fernsehumsetzung in die Hand kriegt, die nicht furchtbar ist und die so im Mittelfeld ist. Aber eine wirklich sehr gute Film- oder Fernseh-Videospielumsetzung gibt es eigentlich in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, nicht. Auch bei den Star-Wars-Sachen vielleicht, oder? Nee. Ja. Die waren alle nicht so toll. Ach, es gibt ein ganz gutes Star Wars Rollenspiel. Knights of the Old Republic. Genau. Okay, das ist vielleicht die einzige Ausnahme. Das ist schon 8, 9 Jahre. Das habe ich auch gerne gespielt. Ist aber ja, auch okay. Also, naja. Aber Knights of the Old Republic hört schon auf. Aber das ist auch nicht die Umsetzung eines direkten Filmstoffes, sondern es spielt in diesem Universum und ist sehr klug. Wäre jetzt auch überaltert, wenn man es jetzt spielen würde. Allerdings Mass Effect 2, wie toll. Das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, basiert aber nicht auf dem... Das ist übrigens dieselbe Firma, die Mass Effect 2, die Knights of the Old Republic gemacht hat. Oh, Ben und ich haben uns neulich darüber unterhalten, was wir als nächstes spielen sollten. Und dann habe ich ihm Mass Effect 2... empfohlen und... Hast du eine Xbox, Ben? Nee. Ben ist PC-Spieler. Und du solltest vielleicht warten, bis die Xbox Slim rauskommt. Gibt es eine Xbox Slim? Es gibt eine Xbox Slim und die ist dann wahrscheinlich zu bevorzugen. Wirklich? Also die Elite kostet jetzt halt in Bundles irgendwie so 200. Was ich jetzt auch nicht so irre viel finde. Nee. Ja, dann kauf die halt. Ja, wie viel GB hat die Xbox Slim? Deine 120 GB. Die Xbox Slim wird 250 haben. Oh, okay. Und nur unwesentlich teurer sein. Aber wir driften ab. Also zu Cube gab es definitiv kein Videospiel, weil das ist so ein DVD-Favorit. Also praktisch jeder Videothek, in die man gehen kann, findet man auf jeden Fall ein Cube-Exemplar und es ist meistens ausgeliehen, weil es ist so der netteste Mitternachts-Hirnfick, den man so haben kann. Du hast auch die anderen Teile gesehen, ne? Nee, ich hab Hypercube gesehen, Cube 2. Das sind aber doch alle, oder? Nee, und dann gibt es Cube Zero, den habe ich dann nicht mehr gesehen. Okay. Und alle nicht Vincent Natali. Nicht Vincent Natali und Cube 2, ich habe den Faden von euch bis spät nachts gesehen auf RTL 2 oder so.
Kannst du noch was drüber sagen? Ich erinnere mich auch kaum noch an den Film. Also hinterlässt auf jeden Fall anscheinend nicht so einen bleibenden Eindruck wie der erste Cube-Film. Es geht auf jeden Fall wieder um so eine Gruppe, die durch so einen Würfel irrt und einer ist so eine Art Maulwurf und... Es gibt, glaube ich, eine Rahmengeschichte, ne? Ah, leck mich, das ist alles furchtbar. Also Cube 2... Nee. Cube Zero kann vielleicht ein Meisterwerk sein, aber wir haben es nicht gesehen, weil... 5.2 in der IMDb, das spricht jetzt erstmal nicht unbedingt für ein Meisterwerk. Tja, weiß nicht, die haben sich schon mal geirrt bei der IMDb, aber... Auf jeden Fall. Hey. Also, das war fantastisch. Dann hat Vince Natali einen Film namens... Cube kann man zusammenfassend sagen... Beispiel, wie man Filme mit einem unglaublichen Ausmaß, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, also in einem Cube scheint es um alles zu gehen, aber es spielt nur in so einem kleinen Raum. Mhm. Es scheint um alle Menschen zu gehen, aber wir sehen nur 5 oder so Menschen. Mhm. Also das ist Kunst, das ist wirklich Künstlertum, würde ich sagen. Alles... und unter dem Deckmäntelchen eines billigen kleinen Science-Fiction-Konzeptfilms, den ihr gucken müsst oder nicht, das ist bloß Popcorn, sauft mit euren Freunden und guckt es. Und was kriegt ihr dann? Ein existenzialistisches Meisterwerk und ein kleines Kunstwerk, das ist Cube. Bei Cypher ist es auch so, dass im Grunde genommen existenzielle Fragen unter Cypher 2002, dann 5 Jahre später, zwischendurch hat Vincent Natali auch ein bisschen TV gemacht, Serienfolgen abgeliefert, aber 2002 dann auch eigentlich ein Genrefilm in der Anlage, eine Agentengeschichte, irgendein 0815-Typ bewirbt sich bei einer Firma, die Leute zur Industriespionage ausbildet und einsetzt. Er bekommt dafür eine neue Identität, auch da die Frage, was ist Identität, und fällt immer mehr in diese Identität rein, lässt seine Frau, die ihn ein bisschen unter dem Pantoffel hat, offensichtlich zurück, erkennt dann, dass er aber eigentlich in der Industriespionage manipuliert werden soll und in diese neue Identität komplett hineingestoßen zu werden, um dann noch ganz woanders eingesetzt zu werden. Und es geht eigentlich um 2 Konzerne, die sich gegenseitig ausspionieren und einen dritten Spieler, der beide Konzerne manipuliert. Und es wird immer die Frage gestellt, was zeichnet Identität aus? Sind es Erinnerungen? Weil Leute haben halt irgendwie Erinnerungen. Es ist... speist sich meine eigene Identität über Erinnerungen und bin ich meine Erinnerungen? Sind es meine Hobbys? Man weiß es nicht. Und eigentlich die Androidenfrau aus Blade Runner. Genau. Aber hier ist alles auf die Spitze getrieben und sieht so stylisch aus. Und es ist genau die gegenteilige Welt von Blade Runner. Während Blade Runner dunkel und irgendwie grottig und schubbelig ist, ist Cypher hell und groß und du siehst meistens die Decken nicht von den Räumen und sauber und die Menschen sind ein bisschen verloren. Die Menschen suchen immer ihren Platz in dieser Übersymmetrie von Cypher. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Und naja, und auch hier wieder nichts ist genauso, wie es scheint. Also die Auflösung von Cypher ist ein bisschen befriedigender als die Auflösung von Cube vielleicht. Obwohl Cube, wenn man Cube geschaut hat, dann fühlt man sich nicht verarscht oder so. Also wie man sich das fühlen kann beim Ende von Lost. Okay, willst du spoilern? Nein, ich will es nicht spoilern. Und was, sag mir nur, ob du zufrieden warst oder ob du dann doch ein bisschen enttäuscht warst. Lost ist toll, aber du siehst, dass die Schreiber ihre Bälle nicht auffangen konnten, die sie selbst in die Luft geschmissen haben. Scheiße. Nicht alle. Also sagen wir mal, sie haben 50 Bälle in die Luft geworfen und davon haben sie vielleicht 34 wieder aufgefangen. Und die anderen, aber das waren ein paar von den wichtigen, die sie haben fallen lassen. Und also einiges bei Lost geht auf. Also die haben zum Beispiel in der 2. Staffel eine Landebahn gebaut, auf der sie landen in der 5. Staffel. Also das ist offensichtlich irgendwie vorausgeplant worden. Aber ein paar andere Sachen, hauen nicht so hin. Aber das nur am Rande. Also ich will sagen, die versuchen dieses ambivalente Ende bei Lost, was auch nur angemessen ist, weil es sehr viele religiöse Fragen aufwirft und so weiter. Mhm. Cube wirft existenzphilosophische Fragen auf und kann das nicht so auflösen wie ein Agatha Christie-Krimi, sondern braucht ein symbolisches Ende. Also man fühlt sich nicht unbefriedigt nach dem ambivalenten Ende von Cube. Es ist wirklich ein angemessenes, gutes Ende. Cypher wird ein bisschen mehr aufgelöst und
Ich sag nur doppeltes Spiel und so weiter. Ja. Hier wollen wir nicht zu viel verraten. Währenddessen gleich bei Splice werden wir alles verraten, weil es geht nicht anders. Um die Großartigkeit von Splice zu würdigen, müssen wir ins Detail gehen. Deshalb. Aber davon später mehr. Okay. Jedenfalls, Cypher war lief nicht wirklich im Kino. Läuft auch ein kleiner, völliger No-Budget-Film, der dadurch bemerkenswert ist, dass Lucy Liu eigentlich mitgespielt hat, die zu der Zeit schon, naja, die war irgendwo so wahrscheinlich zwischen Kill Bill und dieser Anwaltsserie, über die heutzutage Ally McBeal. Wieso ist Ally McBeal so unpopulär, wobei das doch so populär über die heute niemand mehr redet, das wollte ich sagen. Ich habe kein Problem mit Ally McBeal. Alle gucken immer noch Gilmore Girls, aber niemand guckt mehr Ally McBeal, oder? Völlig eigenartig. Ich glaube, Ally McBeal ist, obwohl, na, ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen zu redundant, aber Gilmore Girls sind ja auch extrem redundant. Aber Gilmore Girls, ich habe das Gefühl, das ist immer noch so, das wird dauernd wiederholt. Ally McBeal wird kaum wiederholt oder ich sehe die DVDs nicht. Vielleicht oder ist Calista Flockhart einfach, keine Ahnung, die, vielleicht hat die einfach zu sehr einen Schlag weg gehabt danach oder Harrison Ford geheiratet oder man weiß es nicht. Mir kommt das so vor, als ob die Fans von Ally McBeal, denen ist das jetzt peinlich oder so, so kommt mir das fast vor. Ich meine, ich warte immer noch darauf, dass sich die Fans von Beverly Hills 90210 mal entschuldigen, aber das wird wohl nie passieren. Es gibt viel schlimmere Serien. Ich mochte Ally McBeal und ich finde das eigentlich traurig. Besonders die Musik war so gut. Na egal. Also Lucy Lewis und Cypher, ich weiß nicht, ob Cypher überhaupt auf DVD gibt in Deutschland, das ist wieder so ein Film, den ich nur im Fernsehen gesehen habe. Ich habe meinen Fantasy-Filmfest verpasst. Unglaublich teuer aussehen für so einen Film, der wieder nur 3 kanadische Dollar gekostet hat und ein paar feuchte Handschläge für die Catering-Leute. Tja, wirklich toll. Wenn ich Vince Natali wäre, wäre ich echt sauer. Wenn der Typ macht seit jetzt 15 Jahren oder so gegen die unglaublichsten Widrigkeiten so ambitionierte originelle Filme für gar nichts. Und niemand gibt ihm ein richtig großes Budget, niemand gibt ihm eine richtige Chance. Niemand würdigt ihn als das Genie, was er ist, außer uns. Und wenn es wirklich so ein Genrefilm mit Auteurcharakter, weil man halt wirklich Motive bei ihm auch wiederfindet. Der nächste Film dann, Nothing, den ich gar nicht gesehen habe. Erzähl uns über Nothing. Für ein Apple und ein Ei gedreht. Diesmal ist es so, zwei vollständige Nerds, die an der Schule von allen Leuten gemieden werden, finden zueinander und der einzige Weg, sozusagen durch die Schule zu kommen und durch das Leben zu kommen, ist, dass sie miteinander auskommen und miteinander leben. Der eine ist noch dazu Agoraphobie heißt das, glaube ich, wenn du nicht das Haus verlassen willst. Da heißt es nicht, wenn man Angst vor Kaninchen hat? Nee, das ist Angoraphobie. Entschuldigung. Jedenfalls, die wohnen also in diesem Haus, das mitten zwischen zwei Freeways steht. Der eine hat irgendwie dann doch durch also eigentlich wollten sie Rockstars werden, der eine bekommt dann aber wie durch ein Wunder doch noch einen Job und lernt eine Frau kennen nach 2 Wochen und beschließt nach 2 Wochen aus diesem Haus auszuziehen und den Typen zu verlassen und bei der Frau einzuziehen. Oh mein Gott. Stellt sich natürlich raus, die Frau hat überhaupt kein Interesse daran an ihm, sondern hat ihn nur als Puppe genutzt, um aus seiner Firma Geld abzuzweigen. Er fliegt also in der Firma raus, geht wieder zurück ins Haus, wo der andere Typ sich gerade umbringen will. Das Haus muss weg, weil es zwischen zwei Freeways steht. Die ganze Welt scheint also auf die Leute einzuprasseln und es scheint die komplette Katastrophe zu nahen. Und dann, beide schreien so laut und halten es nicht aus, dass auf einmal Stille ist. Und sie öffnen dann die Tür und sie sind in einer Welt, die komplett weiß ist. Die das gibt's doch nicht. Bouncenden Boden hat. Ich habe von dem Film gehört und ich hätte ihn so gern gesehen. Ist das überzeugend? Ja. Also es ist so, man denkt so, okay, irgendwie, es sind jetzt 12 Minuten des Films rum. Was passiert für die, genau, das gibt auch noch, das ist auch noch ganz schön. Es gibt dem Agoraphoben versucht ein Pfadfindermädchen zu helfen. Er schickt das Pfadfindermädchen weg und es beschwert sich dann daraufhin bei seiner Mutter, es sei sexuell belästigt worden. Das haben die also, naja. Und das passiert in den ersten 12 Minuten. Das ist schon mal mehr als allen Berliner Schulefilmen zusammen passiert. Nichts gegen die Berliner Schule. Nichts gegen die Berliner Schule, aber es passiert nichts. Und man denkt so, okay, was passiert jetzt die nächsten 1 Stunde und 15 Minuten? Und sie sind in dieser weißen Welt und beschließen, diese weiße Welt zu erkunden.
nach welchen Gesetzen die funktioniert. Und es stellt sich raus, wenn man etwas genug hasst oder es genug wegdenkt, dann verschwindet es in dieser weißen Welt. Also schlechte Gedanken verschwinden, sind nicht mehr Teil der eigenen Identität. Man kann eigene unangenehme Erinnerungen rauslöschen und ist auf einmal derjenige, der man eigentlich sein will. Also der eine vergisst, dass er mal unter der Tribüne angeblich von einer Cheerleaderin einen Blowjob bekommen hat, aber dann vor der gesamten Footballmannschaft, weil er die Augen schließen musste, von einem Hund eingeblasen bekommen hat. Das erinnert er nicht mehr. Das wird dann, naja, man würde jetzt zu viel spoilen, aber die können halt Sachen einfach wegdenken und verbringen halt die gesamte Zeit damit, denken sich den Hunger zum Beispiel einfach weg, verbringen die gesamte Zeit damit, Xbox zu spielen und in dieser weißen Welt rumzustapfen und so kleine Konflikte miteinander auszutragen. Und auch hier wieder die Frage, warum sind wir hier? Was zeichnet unsere Existenz aus? Was will ich vom Leben und was zeichnet meine Identität aus? Also schon sehr, sehr... Unglaublich. Ich wollte diesen Film immer so gerne sehen und ich habe nie eine DVD davon gefunden und gar nichts. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche DVD gibt. Ich habe eine amerikanische DVD gesehen. Okay. Auch eine kanadische Produktion. Also, aber allein, okay, das ist der einzige Vince Natali-Film, den ich nicht gesehen habe. Und allein schon aus deiner Inhaltsangabe, das ist doch schon so anders und so viel weiter gedacht und so viel ambitionierter als alles, was wir das ganze Scheißjahr im Kino gesehen haben. Ja, und es ist wirklich auch interessant, dass der Typ halt relativ unterschiedliche Genres anbohrt. Mhm. Also Cube ist vielleicht noch so ein bisschen horrormäßig. Cypher eher eine Agentengeschichte, aber kein echter Horror. Und Science-Fiction, Nothing, Agenten. Nothing ist halt wirklich eine Komödie, mehr oder minder. Die unglaublich. Wirklich zwei Protagonisten in einem weißen Raum und ein Haus. Das ist das gesamte Setup von Nothing. Und das für anderthalb Stunden relativ kurzweilig. Ich glaub dir das. Und irgendwie glaube ich stündlich mehr an Vince Natali. Wenn die Zukunft des Kinos passieren soll, dann nur mit Vince Natali. Wenn er das Beste aus beiden Welten, nämlich Imagination, Sensation und Gedanken und große Konzepte verbinden kann, dann wahrscheinlich Vince. Wer sonst? Wer sonst versucht das? Auf jeden Fall versteckt er es leider sehr gut, weil, wie gesagt, wir lieben einen guten Genrefilm. Wir lieben einen Film, der sich innerhalb der Regeln bewegt und dann was völlig Unerwartetes tut. Und das macht's Pleiß. Und wahrscheinlich können die meisten Leute nicht weiter schauen als das. Die sehen diesen Untertitel, der Trailer von Splice war auch ziemlich schlecht, wenn den einer gesehen hat. Der Trailer war so... wirklich so ein 0815 Monsterfilm, Genexperiment-Trailer. Das Problem ist auch, glaube ich, was sollst du für einen Trailer für Splice machen? Du hast echt das Problem, du hast irgendwie fünf unterschiedliche Filme wahrscheinlich in einem Trailer. Das heißt, du musst ich finde es ja in die Kreatur zeigen sollen. Die Endkreatur. Die Kreatur ist so schön. Sie hat einfach zeigen sollen, wie sich diese Kreatur bewegt. Das ist ein Wunder. Das hätten sie nicht andeuten sollen, das hätten sie einfach zeigen sollen. Leute hätten mehr sehen wollen. Gut, hinterher kann man immer klugscheißern, aber das ist eine Marketingfrage. Jemand hat schon in unserem Gästebuch gesagt, wir sollten was über Splice bringen, woraufhin ich eine meiner seltenen Antworten angebracht habe. Und zwar, ich warte schon seit 12 Jahren auf diesem Film, seit ich das erste Interview mit Vince Natali gelesen habe dazu, wo er das grobe Konzept dieses Films erklärt. Und ich kann nicht anders. Und das ist mir noch nie passiert, dass ich wirklich so lange auf einen Film warte. Und dann übertrifft er meine Erwartungen. Normalerweise bin ich immer leicht enttäuscht, wenn ich mich ein bisschen auf einen Film freue. Ich weiß, als ich im Kino war bei Rückkehr der Jedi-Ritter, der schon ganz gut ist, aber er war nicht so gut, wie ich mir vorgestellt habe. Wenn man mal auf ein Blatt Papier schreibt, worum es in dem Film geht, dann ist das allerdings schon ziemlich hart. Also wenn man jetzt mal das Zwischenmenschliche nimmt, es geht eigentlich um ein Paar, was einen Kinderwunsch hat, sich dann selbst ein Kind baut und mit diesem Kind eine sexuelle Affäre anfängt. Das spoilt schon eine Menge. Aber Ben, konntest du kurz vorher eine Spoilerwarnung reinschneiden? Ach, warum? Du hast doch gesagt, dass wir alles spoilern. Nein, aber ich wollte vorher sagen, dass ab jetzt die Spoiler anfangen. Okay. Also hör zu, nur noch einmal kurz, bevor wir wirklich die Heavy-Spoiler für Splice kommen, weil Ben hat vielleicht 5% verraten, aber da kommt noch so viel mehr. Jetzt noch kurz eine generelle spoilerfreie Einschätzung. Wenn ihr irgendwas Interessantes sehen wollt,
Dieses Jahr geht bitte ins Splice, auch wenn ihr den Film nicht komplett mögt, wird er was mit euch machen und er wird euch berühren auf eine Art, die vielleicht unangenehm ist, wie ein Messdiener vom Priester berührt wird, aber auf jeden Fall werdet ihr was fühlen, das verspreche ich euch. Ja. Das hängt schon so absurd, dieses Paar. Okay, und das war also eine absolute Schauempfehlung für Splice meinerseits. Könnt ihr euch dieser Schauempfehlung anschließen? Ich glaube, ja. Doch, eigentlich kann man sich dem fast uneingeschränkt anschließen. Das ist auf jeden Fall was anderes als das, was einem sonst im Kino begegnet. Es ist sehr, sehr heterogen und doch aber auch dann wieder relativ stimmig in seiner Gesamtheit. Und ein einfaches Ja hätte mir gereicht. Ben, und was sagst du? Ja, die hätte immer so. Sollten Leute Splice sehen oder nicht? Und danach machen wir unsere Spoiler-Besprechung. Ja, mit der Einschränkung, dass sie am Ende nicht enttäuscht sein sollen, wenn der Film ein bisschen schlingert. Ja, egal. Aber er kriegt dann ja wieder Kurs und egal. Also guckt es, wenn ihr was Interessantes sehen wollt, okay? Wenn ihr nichts Interessantes sehen wollt, dann bleibt doch zu Hause bei euren Hamstern. Ab jetzt Spoiler! Spoiler! Was heißt denn was Interessantes? Das ist auch so eine klassische Kunstfilmeinschätzung. Wenn Leute was mit dem Film nicht anfangen können, dann kommen sie da raus, ja, ich fand es interessant. Ich glaube, ich verstehe, worauf der Regisseur hinaus wollte. Das ist bei Splice nicht so. Ich kann dir das genau sagen. Weil Splice hat seine Themen nämlich geordnet. Ja, das stimmt. Okay, wir sind jetzt im offiziellen Spoiler-Territorium. Das heißt, wir können sagen, was wir wollen. Wir haben schon angedeutet, dass es hier um abgefuckte Familiensituationen geht. Es geht um Paarpsychologie. Es geht ein bisschen um dasselbe, worum es Shakespeare in Macbeth gegangen ist. Ein Mann unter dem unheilvollen Einfluss einer Frau. Es geht um interrassische Sexualität, es geht um Eifersucht und es geht aber auch wieder um die Fragen, was macht Identität aus? Ist das was Genetisches, Programmiertes? Oder auch Geschlechterrollen? Wechseln Identitäten? Was braucht es, damit Identitäten wechseln? Es sind schon auch Themen, die er in seinen anderen Filmen auch aufgegriffen hat. Schön und gut, so. Aber ich persönlich finde Identität als Thema ja nie so interessant. Und so, weil ja, Leute sind die Summe ihrer Erfahrungen und Leute sind das, was sie denken, was sie sind. Und Leute sind das, was sie tun, ja, von mir aus. Und okay. Stück weit ist es natürlich auch ein klassischer Horrorfilm, insofern, als dass da so etwas verdrängt worden ist in der Vergangenheit der Frau. Wir erfahren nie so genau richtig was in ihrer Kindheit und es jetzt wiederkehrt in Form eines Monsters. Das ist ein klassisches Horrorfilmmotiv natürlich. Sie auch. Ist das Monster jetzt. Sie ist die Monstrosität, die sich fortsetzt. Fangen wir mal an mit einer kleinen Beschreibung, die Sachen, die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht aus dem Film rausnehmen. Also der Film fängt damit an. Ja, der Film fängt damit an, dass diese brillanten jungen Genforscher bauen zwei künstliche Wesen, die aussehen wie gewucherte Penisse. So fängt das an und alle lieben sie dafür. Also das ist schon mal so eklig und absurd. Oh, wir haben hier unsere gewucherten Penisse gebaut. Das ist nicht toll? Ja, ihr seid so toll. Oh, jetzt kriegen wir bestimmt ganz viele tolle Patente. Sie sind angestellt von irgendeiner Firma, das wird auch klar gemacht. Alles, was sie erfinden, ist Eigentum dieses Konzerns. Und dann denken sie, schön und gut, wir haben jetzt diese gewucherten Penisse, das ist ja nervig. Man kann doch irgendwas Schöneres bauen. Nur mal so aus Spaß. Und Forscher wollen forschen, der Himmel ist blau, Frauen haben Geheimnisse, lalalala. Also bauen sie was Schöneres aus viel mehr Komponenten mit diesmal menschlichem Material. Sie kreuzen ganz viele Tiere mit menschlichem Material. Später werden wir rausfinden, dass es das Genmaterial der Frau war, was unglaublich bedeutungsvoll ist. Was zum Beispiel heißt, dass wie unglaublich, dass das ist damit diffamiert, wenn es Natalie Frauen ein bisschen. Also das ist praktisch ein Bild für diesen unglaublichen Narzissmus der Frau, die im Grunde nur sich selbst nochmal will und eigentlich nichts anderes akzeptiert. Sie akzeptiert nicht, dass das Wesen anders ist als sie. Und auch hier schon, der Film auch in den ersten paar Minuten schon ausstattungstechnisch total
phänomenal. Insofern, als dass wir so eine Technik bekommen, die irgendwie wie 80er-Jahre-Technologie aussieht. Wir bekommen so Windows-Computer-Menüs und so Windows-Fenster, die man von Windows 95 oder Windows 3.x noch irgendwie kennt. So ganz, also wirklich, dann aber auch modernste Gentechnologie und diese Wohnung der beiden ist ausgestattet aus wie so eine Mischung aus so Frank Kosic-Kunst, lauter verunstaltete kleine Kinderfiguren auch vorausdeutenderweise schon und dann so Manga-Motive von einem Kamikaze-Pilot. Ja, Mädchen des Blutwein und so ein Kamikaze-Piloten, der irgendwie in Feuer reinfliegt. So. Mhm. Also wirklich. Wirklich im Grunde genommen so... Unheil verkündet. Also die Ausstellung lässt keine Fragen offen. Vielleicht nicht zu viel. Interessant ist die Dynamik und die Entwicklung dieser beiden Figuren. Die Frau ist die treibende Kraft bei diesem Experiment. Aha. Sie und hier kommt was, was ich wirklich unglaublich fantastisch finde. Und wo ich finde, dass das Drehbuch so klug ist. Die Frau kommt so, übrigens gespielt von Sarah Polley, die das Mädchen war aus dem Münchhausen-Film von Terry Gilliam. Mhm. Sarah Polley kommt so vernünftig rüber in diesem Film. Am Anfang. Alles, was sie macht, ist sinnvoll, ist klug und der Mann Adrian Brody folgt ihr. Adrian Brody spielt natürlich einen guten Wissenschaftler. Ja, wobei, am Anfang zu sagen, dass sie so komplett vernünftig rüberkommt, stimmt halt nicht. Ganz, weil sie schon ziemlich schnell ein bisschen wahnsinnig rüberkommt auch. Also sie haben halt diese beiden Wesen gezüchtet, die der Öffentlichkeit erstmal vorenthalten werden sollen. Es geht nur darum, ein Protein zu synthetisieren, damit die Firma, für die sie arbeiten, am Markt überleben kann. Und sie sagt aber, es gibt diesen Dialog, willst du ein Kind? Nein, ich will kein Kind. Was würde denn ein Kind mit meinem Körper machen? Wie würde der Körper denn aussehen, wenn ich Kinder bekomme? Und als nächstes sehen wir aber, wie sie ziemlich durchdreht und dann doch irgendwie menschliche DNA auf einmal mit tierischen Wesen verpaaren will. Auf einem ziemlichen Ego-Trip. Das finde ich, kommt nicht unbedingt vernünftig rüber. Naja, aber sie verkauft es ziemlich vernünftig. Sie sagt, wir schauen einfach, was passiert und dann machen wir es einfach tot, dann vergasen wir es oder so. Okay, wir entfernen uns von ihr. Also für mich war das ziemlich graduell, ihr Abstieg in den Wahnsinn. Also ich war ziemlich bei ihr am Anfang. Mhm. Und sie scheint irgendwie die klügere, die bestimmtere von beiden zu sein. Die treibende Kraft auch in diesem Forscherpärchen. Und er schlingert so mit. So. Er lässt sich immer überreden. Tja, wie Macbeth von Lady Macbeth im Grunde. Und auch bei Macbeth, Lady Macbeth ist, am Anfang kommt die wirklich klug rüber und am Ende steht sie da als die Irre, die sie ist. Hier ist es die ähnliche Bewegung. Also du hast das ein bisschen sprunghafter wahrgenommen. Für mich war das sehr schön graduelles Hinabgleiten in den schreienden Irrsinn. Mir gefällt sowas sehr gut. Ich muss sagen, dass ich so... Ich meine, ich verliere nicht oft den Glauben in die Menschheit. Jetzt ist diese Platte von Unheilig rausgekommen. Und ich habe neulich Unheilig im Fernsehen gesehen. Die sind ja sehr erfolgreich. Und dann in solchen Augenblicken so zweifle ich einfach an den Menschen. So, wer kauft diese Scheiße? Ist Unheilig war im Fernsehen und die scheinen immer nur zwei Lieder neu zu schreiben. Nämlich Hinterm Horizont geht's weiter von Udo Lindenberg und Die Flut von Joachim Witt. So sehr viele nautische Bilder in den Liedern von Unheilig. In jedem zweiten Scheißlied von denen kommt für euch das Wort Horizont vor. Und Meer und Freiheit und so. Du denkst so, das sind Superspacken. Das sind Schlager. Das ist im Grunde eine Schlagerband, die Gothic macht, okay, oder so. Das wäre meine nächste Frage. Es ist wirklich so reiner Schlagersound. Und vielleicht war das auch mal eine U2-Coverband, die jetzt Gothic macht. Mit Schlager und das finden Leute wirklich toll und tiefsinnig. Und aber so ein Film wie Splice finden sie albern. Also was soll ich dazu sagen? Ihr seid alles Arschlöcher. Ich rede jetzt nur... Ach komm. Ich richte mich nur an die Leute, die Unheilig kaufen und Splice nicht gucken. Ihr seid Wichser. Entschuldigung. Aber Unheilig lässt sich vielleicht auch einfacher in eine Schublade stecken und man kann sich dann seine Gothic-Klamotten dazu anziehen. Zu Splice, da weiß man nicht so richtig, was man sich anziehen soll. Tierpenisse? Ich habe mich ein bisschen umgehört. Das, was ich sonst nie tue. Unsere sogenannte Konkurrenz. Es gibt einen schwäbischen Podcast namens Kinocast.de. Jetzt hype ich die auch noch. Das sind so Leute, die immer die Privos gucken, also zwei Typen.
Und ich konnte es nicht glauben. Diese Typen sagen so, ja, ich weiß auch nicht, wie ich den Film so einordnen soll. Ich dachte, es wäre so ein Dark Castle-Film, aber es kommt nicht ran an die Klasse von Dark Castle-Film. Dark Castle-Film, das sind Filme wie 13 Geister oder das Geisterschiff. Wirklich hübsch und blutig, aber das kann man wirklich nicht vergleichen wie mit einem richtigen Film wie Splice. Und das sind also Typen, die sich für Filmfans halten und wissen überhaupt nichts mit Splice anzufangen, wissen überhaupt nicht, wo oben und unten ist bei diesem Film und zeigen mit dem Daumen nach unten. Am Ende von dem Podcast hat der Typ von Kinocast.de sagt, ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich von dem Film so halten soll. Ich gebe mal 5 von 10, da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das ist wirklich, was für Nulpen! Das ist wirklich, ich hasse euch alle. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem mit Filmen wie Splice. Also zum einen benutzt er an der Oberfläche relativ viele Genre-Versatzstücke, was das Monster anbelangt, was so Science-Fiction anbelangt, diese Labor-Setups, das kennt man alles. Überall her. Aber es geht bei Splice eben dann noch um andere Fragen und es ist alles ein bisschen tiefgründiger. Und du hast immer ein Problem. Große Studios hassen Filme, die sich nicht klar vermarkten lassen. Es ist immer einfacher, einen Film zu haben, der die 20. blöde Sommerkomödie ist oder der 20. Saw-Aufguss, weil Leute einfach wissen, was sie kriegen. Also Leute wollen ja einen Trailer sehen und wollen dann wissen, was sie bekommen und worauf sie sich einlassen im Tauschverhältnis Euro gegen Kinokarte. Und das hast du bei Splice nicht. Du kannst nicht hingehen und sagen, Splice in 3 Sätzen zusammenfassen und dann hast du eine klare Genre-Empfehlung, sondern du hast mit Splice einfach mit einem komplexeren Film zu tun. Und komplex ist einfach schwer zu verkaufen. Es ist ein Monsterfilm über abgefuckte Familienwerte. Das ist meine Meinung. Das kann man auch in einem Satz sagen, wo ist das blöde Problem. Aber es ist natürlich noch mehr drin. Okay, aber reden wir einfach weiter von der Handlung. Also diese Frau sorgt also dafür, dass dieses Wesen entsteht und geboren wird. Und der Mann hat ein echt schlechtes Gefühl. Alle Kinogänger haben auch ein schlechtes Gefühl. Aber die Frau verhindert, dass das Wesen aus der Welt geschafft wird. Und als es zuerst erscheint, ist es so eine Art Hamsterhuhn irgendwie. Ganz schwierig zu sagen. Ne? Stockelt so ein bisschen rum, macht komische Geräusche. Vom ersten Augenblick an ist dieses Wesen extrem überzeugend visuell. Es ist niedlich, aber auch bedrohlich. Ich hatte von Anfang an so eine ganz komische Sensation in meinem Körper. So, es ist falsch, aber ich möchte mehr sehen. Es ist nicht richtig, aber mal gucken, was da noch passiert. Hoffentlich töten sie es. Hoffentlich töten sie es nicht. Ich möchte wissen, was dann noch draus wird. Das Gleiche hat mal mir einen Pfleger aus dem Altenheim. Nein, egal. Ja. Oh, ja. Ja, das ist deine Vergangenheit, als du was mit Jungs hattest. Aber das liegt jetzt hinter dir. Wir haben dich geheilt mit unserer Gentherapie. Aber ich muss trotzdem noch regelmäßig meine Tabletten nehmen, sonst kommt das alles wieder durch. Ja, aber du kannst mir trotzdem ein paar abgeben. Das ist ja umsonst für dich. Man hätte, glaube ich, aus dem Film wirklich ohne Probleme einen Scheißfilm machen können. 10 Scheißfilme. Meinetwegen auch 10 Scheißfilme. Der hat wirklich, also es gibt wirklich sehr viele originelle Ideen in dem Film. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, die große Kunst lag wirklich in der Auswahl der Schauspieler. Die Schauspieler machen nämlich wirklich alles richtig. Ich finde, der Film ist super gespielt. Okay. Und zwar gerade deshalb, weil die Schauspieler nicht versuchen, Inhalt zu spielen, sondern nur Ausdruck. Und deshalb kann man den Figuren gut folgen, weil wenn man als Zuschauer die Möglichkeit hat, den Inhalt sich halt selbst ein bisschen zurechtzurücken. Versteht man das? Ich verstehe dich immer, Ben. Und ich glaube, viele Leute draußen verstehen dich auch, bis auf Rob. Ja. Du bist immer bei den Leuten. Zum Beispiel diese Leute aus Schwaben in diesem Kinocast sagen, oh, in der Mitte von dem Film passiert ja gar nichts. In der Mitte von dem Film passieren Welten, ihr Deppen. Setzt ihr auf euren scheiß Augen. Also erstmal verändert sich das Monster. Das ist schon mal eine verdammte Sensation. Also aus diesem Huhn-Hamster-Wesen wird so eine Art... Sheldon O'Connor. Nein, aber erstmal... Ich saß echt im Kino und dachte, hey, Sheldon O'Connor. Aber in ihrer nicht völlig irre Phase. Ja, und mit den weit auseinandergestellten Augen von Yvonne Katterfeld. Hört mal, ihr lasst den wichtigen Schritt aus, wo das erstmal ein Kinderwesen ist. So ein Katzenkinder-Känguru
Lena. Nein, es wird eine kleine, springende, glatzköpfige Lena, wenn du mich das fühlst. Ich bin so natürlich, ich springe rum. Oh, ich mache einfach eine Party, was soll's. Hey, ich will einfach nur, hey, wäre toll in einem Film mit Til Schweiger, aber muss ich auch nicht haben, weil ich einfach so natürlich bin. Hast du das mal gesagt? Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Hör mir auf. Ich hab nur diesen, die größten Freaks, das sind die Leute, die immer so tun, als wären sie wahnsinnig natürlich. Das sind die schlimmsten Poser von allen. Wann wird euch das mal klar? Ihr seid Narren, ich verabscheue euch. Das habe ich ein bisschen oft gesagt heute, ne? Aber es ist wahr. Ja, nein, ich hasse Leute, die... Aber Leute sehen Bryan Adams und denken, oh, der ist so ehrlich, der trägt ein Sweatshirt. Ihr seid Idioten. Ihr seid oberflächliche Spastis. Lass dein nichts gegen Spastis. Spastis ist noch so gut für euch. Dieser Podcast ist ja auch irgendwie dafür da, seinen diffusen Weltschatz rauszulassen. Verdammt, einer muss es doch sagen. Es muss einen Ort für Wahrheit geben, Kai. Und wenn ich hier... Ich meine, wozu leben in einem freiheitlichen Land, wenn man nicht alle beleidigen kann? Also, ja. Okay, also gerade in diesem Mittelteil, es geht doch so ab, dieser Film. Es ist immer irgendwie gruselig. Leute in einem Labor, der Bruder des Helden erfährt auch von diesem Wesen. Es wird immer schwerer, die Existenz dieses Wesens geheim zu halten. Dieses Wesen mutiert, sie finden immer mehr raus über dieses Wesen. Gleichzeitig können sie ihre Verpflichtung gegenüber der Firma nicht mehr so richtig wahrnehmen. Dieses Protein zu synthetisieren steht auf einmal ziemlich hinten an. Der Mann kriegt den Koller, will das Wesen ertränken und findet raus, dass es Schluck ja auch mit einem Fisch gekreuzt wurde. Und das ist eigentlich ganz amphibisch atmen kann. Gemütlich weiterlebt unter Wasser und das eigentlich gut findet. Mist. Nebenbei kriegt das Wesen natürlich mit, wie die beiden Wissenschaftler es treiben. Mhm. Und das ist wirklich so eine unglaublich furchtbare und kranke Szene. Der Mann sieht die Umrisse des Wesens, wie das Wesen sie beobachtet und ist paralysiert. Und aber er ist total modern, der passive Teil beim Sex. Das sind alles Details, die ich aufsauge. Und wie kann das jemand sehen und sagen, dass nichts passiert? Ich meine, du hast die beste Sexszene überhaupt. Und dazu diesen Dialog. Normalerweise nehmen wir doch immer Kondome. Was ist denn, wenn jetzt was passiert? Ach, das ist jetzt egal. Sie sagt ungefähr 3-4 Mal in diesem Film, was soll schon passieren? Oder was kann schon groß schief gehen? Das ist auch in Zukunft, das ist auch mein Mantra. Was soll schon groß schief gehen? Das ist mein Mantra ab jetzt. Geht mal so durch den Tag, dann ist ein schöneres Leben. Das Mädchen muss aus diesem Teenager Katzen Shinnet wird auf einmal Shinnet und wird echt groß und langweilt sich, was das Problem ist mit größeren Mädchen. Vor allen Dingen muss sie demnächst auch mal umziehen. Ja, und sie ziehen um auf die alte Farm von Sarah Pollys Mutter, die sie geerbt hat, aber nicht wieder aufgesucht hat, weil sie sehr, sehr schlimme Erinnerungen mit dieser Farm verbindet. Das ist wieder so kunstvoll angedeutet, es ist wohl irgendwas Ekliges passiert mit ihrer Mutter und ihr. Wir sehen ihr altes Kinderzimmer, wo sie wohl jahrelang auf einer Matratze schlafen musste. Unter den kargsten Bedingungen, weshalb nun genau und was ihre Mutter ihr genau angetan hat. Das muss nicht genau gesagt werden. Offensichtlich ist ein Ort, der bisher irgendwie in dem Leben der beiden nicht stattgefunden hat. Und das erste Mal auftaucht. Also man diesen Ort wollte man lange nicht zurückgehen. Jetzt geht man im wahrsten Sinne des Wortes mit diesem Monster dorthin zurück. Um es ein bisschen besser unter Verschluss zu halten. Wenn das mal kein Trugschluss ist. Okay, und nochmal, wir wissen, dass es furchtbar schief gehen muss. Das ist nicht der Scheißpunkt. Der Punkt ist, wie geht es schief? Und, okay, aber vielleicht sollten wir jetzt, also wir rekapitulieren den Film ja jetzt doch ziemlich intensiv. Das sind die Spoiler, wir wollen auf die Details eingehen. Okay, aber man kann im Grunde genommen sagen, das Wesen war vorher vegetarisch, auf einmal ist es nicht mehr wirklich vegetarisch. Es entwickelt sowas in eine Sexualität und ein eindeutiges Geschlecht, zumindest für eine gewisse Zeit lang. Und es wird auch ein bisschen gewalttätig und Flügel bekommt es auch noch. Und das ist eine der wundervollsten Szenen überhaupt. Das ist die Szene, wo die blöden Wichser im Kino meinen, ach nö, dieses Wesen ist gelangweilt in dem Scheunenverlies und flüchtet aufs Dach und will entfliehen und zeigt uns zum ersten Mal wunderschöne Flügel. Und das ist so ein Anblick als Computergrafiktrick, ist es überzeugend. Dass dann plötzlich auf einmal so Flügel aus dem Rücken und aus den Armen dieses Wesens sprießen und es bereit ist, vorzufliegen. Mhm.
ist natürlich wissenschaftlich fragwürdig, aber es ist wunderschön, dieses Wesen zu sehen, auch auf dem Dach. Naja, es und es will fortfliegen und dann passiert das Adrian Brody, der Stachel im Schwanz und Stachel, da müssen wir extra drüber sprechen. Adrian Brody will sie daran hindern, fortzufliegen und macht es mit Familienwerten und Wärme. Er sagt, wir lieben dich, bleib hier, und die Flügel falten sich wieder ein. Das ist der Punkt, wo Menschen, die keinen Sinn für Poesie haben, sich vielleicht gelangweilt abwenden und wo ich auflebe. Ja, Familienwerte, und aber es scheint auch schon was latent Sexuelles durch, was dann ganz, ganz kurze Zeit später in der Tanzszene sie, noch sehr, sehr, sehr viel deutlich wird. Sie nimmt ihm beim Wort. Da muss man uns auch sagen, dass der Film absichtlich komisch ist. Absichtlich komisch ist. Dieses Wesen hat es so langweilig in der Scheune. Adrian Brody legt Musik auf und tanzt mit ihr. Und aus dieser Tanz, also ähnlich wie die Scheunentanzszene in Witness, der einzige Zeuge zwischen Harrison Ford und Kelly McGillis, nur... Und so ähnlich wie die Tanzszene in Sleepwalker. Ah ja, gut, dass du das sagst. Und warum? Erinnerst du dich an die... Nee, überhaupt nicht. Ich habe Sleepwalker nicht gesehen. Oh, eigentlich ein ganz guter Film. Einer der wenigen... Stephen King-Verfilmung, ja. Ja, führt jetzt zu weit. Ja, okay. Dann gibt es, wie es oft nach Tanzszenen ist, außer in Witness, weil Kelly McGillis eine Amish-Frau gespielt hat, die keine Sexualität jemals hat, außer bei den 4-5 Malen, wo sie Kinder zeugt, gibt es hier eine Sexszene zwischen Adrian Brody und dem Wesen. Und wir sehen wahrscheinlich die lustigste Szene überhaupt dieses Jahr bisher, nämlich um es stehen zu treiben, um stehen zu kopulieren, benutzt das Wesen seinen Schwanz zur Hilfe, um sich zu stabilisieren. Und wieder ist Adrian Brody ziemlich passiv. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Na, aber irgendwann liegt er ja schon noch oben auf. Ja, aber weil sie wollte. Jedenfalls, als er dann oben aufliegt und auch kurz davor ist, von dem Wesen gefehlt zu werden, mit einem Stachel aus dem Schwanz, kommt leider seine Freundin rein, a.k.a. Das musste ja sein. Und das ist so lustig, weil sie, das Timing dieser Szene, weil sie sagt erstmal so lange nichts, sie guckt sich das erstmal so an und er liegt so auf ihr drauf und das Wesen ist so erwartungsvoll unter ihm und dann passiert erstmal lange gar nichts. Also für mich ist das so eine fantastische Szene. Also, genau richtig. Tja, und dann ist natürlich die Kacke am Dampfen. Dann wird es auch ein bisschen dann konventioneller Horrorfilm am Schluss. Also, sprich, dann gibt es endlich mal ein paar Tote für die ganzen Spackos im Kino. Aber warum nicht? Also, ja. Aber auch da irgendwie werden noch Sensationen rausgehauen. Also natürlich wird es nochmal, es gibt noch sowas wie Geschlechterwandel, Identitätenwandel. Das ist der letzte. Die Rollenverhältnisse zu dem Monster, was Adrian Brody und seine Frau anbelangt, verschieben sich nochmal gewaltig, kann man sagen, und auch gewalttätig. Da gibt's noch eine Menge zu sehen, auch danach. Das kann man, also es wird schon ein bisschen konventioneller im Showdown. Selbst wenn man all diese Spoiler von uns jetzt hier weiß, also wie gesagt, man weiß, dass es schief geht, aber all diese komischen Sachen, die passieren, darauf wird man nicht gefasst. Auch wenn man es hört, was passiert, ist man doch überrascht, wenn es passiert. Auch wenn man es irgendwie ahnt, wenn man es nicht glauben. Und für mich ist wirklich die Sensation, wie schön dieses Wesen ist, wie es sich bewegt. Was für unglaublich überzeugende Computergrafik ist das bitte. Ja, man muss dazu sagen, dass es auf den ganzen Bildschirmen oder auf den Screenshots nicht so aussieht. Also in echt sieht es viel besser aus als auf den ganzen Screenshots. Ja, also im Kino, ich war einfach verzaubert. Es war wirklich ein glaubwürdiges, atmendes, sich bewegendes, seine dreieckige Zunge rausschießendes, machendes Wesen ist. Anders als Heiner Lauterbach, von dem ich einfach nicht glaube, dass es ihn gibt. Oder anders zum Beispiel als, ich meine, Himmel, Herrgott, also nimm irgendeinen großen Effektfilm der letzten Monate. Ich meine, Prince of Persia hatte viele unüberzeugende Computergrafiken, oder? Ist auch ein komplett anderer Film und ist auch kein guter Film. Ja, ist so ein mittelguter Film, was weiß ich.
Also, habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, was passieren würde, wenn man aus uns dreien ein neues Wesen erschaffen würde? Ja, ich glaube, es würde keinen großen Unterschied machen. Ich glaube, es wäre sehr haarig und sehr gemütlich, sehr gelangweilt die meiste Zeit. Und es wäre wie Garfield. Ich hab heute gelesen, korpulentere Menschen haben seltener Sex, dafür aber häufiger ungeschützt. Also nichts gegen euch. Ich kann das nicht beurteilen, ich sehe meinen Penis nie. Naja, das ist ja, lässt sich ja biologisch leicht erklären. Wenn du weniger Sex hast, dann musst du doller dafür sorgen, dass du dich vervielfältigst. Erschließt sich mir evolutionsbiologisch komplett. Mhm. Aber ich wechsle mein Kondom, im Gegensatz zu dir, Kai. Du bist ja echt so geizig. Mir hat man erklärt, umdrehen ist schon okay. Das ist auch manchmal. Ich habe eine Mitbewohnerin aus einer befreundeten WG ist auf diese Art und Weise, das darf man gar nicht sagen, erwachsene Menschen, Studenten, auf diese Art und Weise schwanger geworden. Oh nicht von mein ihr. Gott. Wirklich. So oh ist es passiert, 1999. Das ist nicht wahr. Doch. Die haben das Kondom umgedreht. Das ist nicht wahr. Das ist auf jeden Fall der beste Grund, warum man menschliche DNA nicht weiter verwerfen soll. Es kommt nur Scheiße raus. Das ist der beste Grund, weshalb man Geisteswissenschaftlern nicht vertrauen darf, wenn es um biologische Fragen geht. Ja, mein Herrgott. Die haben das Kondom, die haben angeblich, also sind natürlich, man war natürlich auch nicht in erster, also dabei sozusagen oder stand nicht daneben, wie das Mädchen unter dem Vorhang, aber das war halt wohl auch so eine Abendbekanntschaft. Man hat sich abends im Club kennengelernt, ist gemeinsam nach Hause gegangen. Und dann war man breit und man wollte dann irgendwie mehr und nochmal oder man weiß es nicht, auf jeden Fall war nicht mehr und so weiter. Und es ist ein Kind dabei rausgekommen, wie auch wie nicht anders zu erwarten und eigentlich war die Geschichte nach einem Abend schon wieder vorbei, aber auf einmal musste man sich halt doch miteinander einigen. So wie meine Friseuse Monique, die letztes Jahr auf der Kieler Woche den Marinesoldaten aus Rostock kennengelernt hat für einen Abend und jetzt, jetzt ist der Marinesoldat aus Rostock nicht mehr da, aber sie ist dafür jetzt im Mutterschutz. So sind die Soldatenromanzen ja oft, ne? Das ist, und vor allen Dingen, wenn das noch Matrosensoldaten sind. Das ist ja dann doppelt, doppelt immer weg, immer Somalia verteidigen und. Tja, nicht leicht. Splice überzeugt mich auf jeder Ebene. Es hat von auf rein visueller Ebene ist es das die beste Kreatur seit Gollum, meiner Meinung nach. Als Familienkammerspiel, als Analyse eines Paares, als Schauspieler-Tour de Force, absolut überzeugend. Als Science-Fiction-Film, interessant. Als Horrorfilm ist er wirklich gruselig oft. Aber nicht auf so eine Art wie, oh, wird er sie wohl aufschlitzen, sondern, mein Gott, was passiert denn jetzt noch? Oder, weil dieses Wesen ist wirklich unberechenbar. Es ist wie ein Kind, das hat Fähigkeiten, die sich selbst nicht bewusst macht. Also nach diesem Film hatte ich ein Gefühl in meinem ganzen Körper, was ich wirklich seit Jahren nicht mehr hatte. Ich war wirklich völlig aufgekratzt und wollte mehr und fühlte, es war mal nicht nur ein angenehmes Gefühl. Also, es ist wirklich lange her, dass ich so auf den Film reagiert habe. Also, deshalb kann ich nicht anders, als ihn zu empfehlen, weil ich denke, Filme, die uns was fühlen lassen, sind immer gut. Ich glaube, ich war emotional nicht so stark involviert wie du, aber ich war auch relativ müde in der Spätvorstellung. Ich finde es aber schon faszinierend, wie da mit Genremotiven umgegangen wird und wie da Sachen zusammengebracht werden, die eigentlich so nicht zusammengehörten und wie stringent das Ganze unterm Strich dann doch ist. Und wie, ja, es macht schon wirklich Vergnügen, dieser Sache zu folgen und sich darauf einzulassen. Ich glaube, nichts kann dieses Jahr eine Splice-Erfahrung im Kino ersetzen. Da wird nichts Ähnliches kommen bis Weihnachten. Hast du ein Schlussplädoyer für Splice, Ben? Nö, eigentlich hast du das Schlussplädoyer schon ganz am Anfang gesagt. Na dann wird Rob dich wieder Disney. Soll er doch. Splice hat zwei Schwesterfilme, würde ich sagen. Vince Natali hat selbst gesagt, dass für ihn David Cronenbergs Version von Die Fliege so der Referenzfilm war. Okay. Du hast Species noch genannt. Und Species, ja, würde ich sagen, ist ein bisschen ein Schwesterfilm, den Natalie nicht direkt erwähnt hat, aber es geht hier auch um ein fremdartiges Wesen, das Geschlechtsverkehr mit Menschen hat.
Aber Species ist natürlich, wenn das jemand gesehen hat mit Natascha Henstridge, dass dieses außerirdische Wesen, was so eine Art Formwandlerin ist und was sich in ein blondes Model verwandelt, das aussieht wie Natascha Henstridge und die dann mit Männern schläft, aber sobald die Männer mit ihr im Bett sind, wird es sehr, sehr unangenehm für sie und dieses Wesen kriegt auf einmal Schuppen und Stacheln und allerlei eklige Sachen und das kann man eigentlich nicht überleben. Und dieses Wesen will menschlichen Samen, um sich fortzupflanzen in San Francisco, aber Ben Kingsley verhindert das. Ein nicht ganz so guter Film, finde ich. Ja. Nicht ganz gut. Species ist total durchgeknallt, hat ein angenehmes Gewalt- und Perversionslevel, aber ist wirklich noch ein Standard-Science-Fiction-Film. Es geht hier wirklich nur darum, oh, das böse Wesen, guck, was es macht, oh, wir müssen es komplett ausrotten. Das ist im Grunde Species. Ich dachte, ich erwähne den Film. Species ist immer noch sehr unterhaltsam. Natascha Henstridge in ihrer ersten Rolle ist hübsch und kindlich und bedrohlich gleichzeitig. Und das Giga-Design, jedenfalls das, was übrig geblieben ist, denn viele von seinen besten Designsachen sind wohl nicht benutzt worden für den Film, ist natürlich überzeugend. Der Typ, der Alien designt hat, aber vor allem als bildender Künstler bekannt geworden, aber Aliens natürlich auch. Ja, also Species ist irgendwie, wenn man Splice und Species vergleicht, dann sieht man wirklich den Unterschied. Also Species bleibt wirklich innerhalb seines Genres und schafft es nicht mehr als das zu erzählen, was passiert, also diesen Vorgang. Dass dieses Fremde, was irgendwie interessante, furchtbare Sachen macht und wir müssen es vernichten. Aber darüber hinaus passiert wirklich nicht viel in Species, was fair ist, was okay ist für einen unterhaltsamen Science-Fiction-Horror-Abend. Die Fliege von David Cronenberg ist jetzt allerdings was völlig anderes. Die Fliege von David Cronenberg hat erstmal bemerkenswert auch ein Kanadier, der auch mithilfe des von Schlupflöchern im kanadischen Steuerrecht seine ersten Filme gemacht hat. Mhm. Die Fliege war eine Produktion von Komiker Mel Brooks, soweit ich weiß. Mitte der 80er, 85. Mitte der 80er mit Jeff Goldblum und Gott, diese Frau, Gina Davis, die die meisten Leute kennen aus Thelma und Louise. Aber ich kann Thelma, der beste Gina Davis-Film ist natürlich Tödliche Weihnachten, wenn denn irgendjemand guckt ihn, wenn es Winter wird, wieder. Das ist wirklich ein spannender Film. Damals von ihrem Ehemann René Harlin gedreht, der nicht so viele gute Actionfilme in den letzten Jahren gedreht hat. Naja, hat auch viel Pech. Er hat immer einen Cliffhanger gedreht, Stirb langsam 2. In den letzten Jahren, ja, stimmt, das ist alles lange her. René, für Glauben man nicht, du schaffst es. Er hat einen Stallone-Formel-1-Film gemacht, er hat diesen Driven schlechten Hai-Film gemacht. Naja, komm, so schlecht war der gar nicht. Dieser Hai-Film. So wie hieß der nochmal? Das war Deep Blue hieß der? Deep Blue Sea. Deep Blue Sea. Das war wie der weiße Hai nur drin. Nur in einem Gebäude. Ach, naja. Das nur am Rande. Jedenfalls, Die Fliege von David Cronenberg war ein Riesenhit, aber im Grunde auch ein Kunstfilm. Also Splice und Die Fliege sind im Grunde Kunstfilme von Filmemachern, die sich für die ernsten großen Themen interessieren. Splice funktioniert halt wirklich auf mehreren Ebenen. Man kann Splice auch einfach als Unterhaltungsfilm gucken, ohne dass man denkt, oh, Kunstfilm, oh, existenzialistische Fragen. Sondern man kann Splice wirklich einfach, wenn man sich darauf einlässt und die Wendung mitmacht, kann man den einfach auch als Popcornfilm gucken, ein Stück weit. Die Fliege auch. Die beiden, also Natalia und Cronenberg, unterscheiden sich in ihrer Fragestellung. Cronenberg interessiert sich sehr für Sterblichkeit, für Verwesung, für solche Sachen. Im Grunde ist er eine Stufe für Jörg Butgereit. Also eine Stufe davor. Jörg Butgereit interessiert sich, was passiert ist, wenn Leute schon verwest sind. Und David Cronenberg interessiert sich für alles, was zur Verwesung führt. Ich möchte es nicht so weit führen und ich möchte auch nicht Jörg Butgereit unbedingt auf eine Stufe mit David Cronenberg stellen, obwohl es Jörg bestimmt gefällt. Und hey Jörg, wir möchten, dass du glücklich bist. Aber interessanterweise, der Film ist ja produziert vom Pan's Labyrinth-Regisseur Guillermo del Toro. Und da scheinen sich auch zwei Seelenverwandte
gefunden zu haben. Beide haben ein Fable für Genrekost und Horror, aber beide mögen es, den Sachen ungewöhnliche Wendungen zu geben und noch ein paar andere Fragestellungen damit zu verknüpfen und Parabeln zu erzählen. Ja, geben da immer mehr rein, als sie eigentlich sollen, und ich bin ihnen dafür dankbar. Die Fliege, nochmal ein Tipp für alle Leute, die einen echten Filmklassiker sehen wollen, ist immer noch in jeder Videothek erhältlich. Die Handlung kurz umrissen: Jeff Goldblum will sich teleportieren, aber in einem Teleporter ist auch eine Fliege, er verschmilzt mit der Fliege, er bekommt Fliegeneigenschaften, was ein bisschen eklig wird. Es gibt eine Menge Herzschmerz und eine Menge Schwierigkeiten mit seiner Freundin Gina Davis, und am Ende gibt es ein paar Tote und ein paar abgetrennte Gliedmaßen, genauso wie es sein soll. Und zwischendurch hat man den sich verändernden Jeff Goldblum vorm Spiegel, wie er sich Fragen stellt wie: Was passiert mit mir? Muss ich sterben? Ja, muss man wahrscheinlich, aber die meisten Leute sterben ein bisschen angenehmer als Jeff Goldblum. Nachzusehen auch in einer Simpsons Treehouse of Horror-Folge, wie eigentlich fast alle, also in der Halloween-Folge von den Simpsons, wie eigentlich fast alle relevanten Genrefilme der letzten 20, 30, 40 Jahre. Muss Homer sterben? Es ist Bart Simpson, der Bart. Bart bekommt einen Fliegenkopf. Cool. Das ist das Original, die Fliege aus den 50ern, das Schwarz-Weiß-Original. Da wird die Verwandlung, die ist ja nicht so komplett. Da ist es so, dass der Forscher einfach einen Fliegenkopf kriegt, aber hat noch einen Menschenkörper. Aber irgendwo im Raum fliegt eine ganz kleine Fliege mit einem Menschenkopf. Und dieser kleine Menschenkopf, der fiebt: Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist ganz lustig, aber übrigens gibt es zum 50er Jahre die Fliege auch noch dieses weibliche Gegenstück, die Wespenfrau. Das ist eine Frau mit einem Wespenkopf dann. Und, das hat eine Frau mit einem Stachel vor allen Dingen auch. Stachel. Da haben wir wieder unseren Splice-Stachel. Denn wichtiges Detail ist der Stachel im Schwanz dieses Wesens. Wir wissen nicht genau, wo der herkommt, aber er ist sehr wichtig, finde ich. Und ich bin auch glücklich, dass er da ist. okay. Weil das Wesen da so viele schöne Sachen mitmacht. Das nur als kleiner Abriss. Also ich würde sagen, Natalie nimmt vieles von Cronenberg und treibt es weiter. Also wirklich, er nimmt die Fliege als Ausgangspunkt, also hippe junge Wissenschaftler, denen etwas Außergewöhnliches passiert, etwas Außergewöhnliches anstoßen, mit dem sie nicht klarkommen, und hängt an dieser einfachen Ausgangssituation alles auf, was den Menschen von heute ausmacht. Seine Möglichkeiten, seine Ängste. Wir kommen nicht klar mit dem, was wir bauen. Wir kommen nicht klar mit dem Leben, das wir uns vorstellen. Das ist ein bisschen negativ, obwohl es ein... Splice hat ein wirklich... düster versöhnliches Ende. Es gibt einen Überlebenden in Splice, und es gibt eine Zukunft für diesen Überlebenden. Und es gibt, dieser Überlebende wird auch etwas verzagt Hoffnungsvolles sagen, aber es ist wirklich so das düsterste, hoffnungsvolle Schlussbild, was ich je gesehen habe, auch in letzter Zeit. Und vielleicht sollten wir es dabei gut sein lassen. Wir sind schon wieder bei 2 Stunden oder so. Ben, wie ist die Zeit, Ben? 70 Minuten. Ich finde, es hat Splice verdient. Das ist für mich bis jetzt der Film des Jahres. Und wenn er mich wirklich liebt, dann schaut er den Film. Okay. Wie möchtest du dich noch darüber beschweren, dass Tiramisu deine Facebook-Einladung bisher noch nicht eingenommen hat? Nein, möchte ich nicht. Okay. Tschüss.